Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch, Lieben. Es ist soweit. Es ist tatsächlich passiert. Wir sind wieder auf großem Roadtrip unterwegs. Und zwar geht es gerade schon in Richtung holländischer Grenze. Da fahren wir nur kurz durch Holland durch nach Belgien. In Antwerpen werden wir vermutlich einmal kurz nachladen und dann geht es direkt weiter bis zur französischen Küste hoch. Aber dazu später mehr. Heute ist das Ziel Cap Grinet an der Nordküste Frankreichs, oben am Ärmelkanal. Das ist eine kurze Ecke hinter Calais. Und zwar hier ungefähr ist unser Hotel. Hier ist dieser Zipfel, den werden wir uns heute anschauen, was da so Schönes gibt. Steilklippen und so weiter. Ja, das ist unser erstes Ziel unseres großen Roadtrips, Teil 2. Das erste Land in unserer Sammlung auf dem Roadtrip 2. Ja, der Grenzübertritt von Deutschland nach Holland jetzt zu Corona-Zeiten war easy peasy, wie erwartet, da war gar nichts. Damit hat sich auch jedes Zügigfahren jetzt erledigt. Deutschland haben wir hinter uns gelassen. Ab jetzt heißt das Holland, Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal, Spanien, vielleicht Andorra, wieder Frankreich und dann geht's wieder zurück. Und dann können wir es wieder zügiger fahren, was natürlich sich sehr positiv auf unseren Verbrauch auswirken wird. Ja, ich erinnere mich, das in den Medien mitbekommen zu haben, dass in Holland sehr viel jetzt 100 Stundenkilometer ist. 6 bis 19 Uhr ist hier 100 auf der Autobahn angesagt. So, Holland haben wir passiert und jetzt ist es schon so weit, dass wir Belgien erreichen. Es hieß, sie würden Stichproben machen an den Grenzen, ob man hier dieses Online-Formular ausgefüllt hat und so weiter, was wir nicht müssen, weil wir ja nur durchfahren. Aber hier war gar nichts zu sehen, überhaupt gar nichts. Dann gab es doch jetzt in den Medien und in den sozialen Diskussionsgruppen die Information, dass in ganz Europa angeblich nur noch mit 120 knapp kW an den Superchargern geladen werden kann. Das ist offensichtlich nicht der Fall. 136 habe ich zumindest hier und ist doch alles okay. Ja, wir sind jetzt hier in Antwerpen am Supercharger, laden hier ein bisschen nach. Das ist dann schon quasi bis wir dann in Frankreich ankommen, reicht das dann schon aus, laden dann hinter Calais oder in Calais nochmal nach, dann haben wir quasi eine volle Ladung, wenn wir am Hotel ankommen. So, auf knapp 90% aufgeladen, jetzt geht's weiter Richtung Calais. Ja, wir wollten in Antwerpen eine Secret-Tour machen, hatte mir da schon eine sehr schöne rausgesucht. Aber da hier in Antwerpen, speziell in Antwerpen, besondere Corona-Warnung herrscht und eigentlich die Bürger gebeten werden, gar nicht die Häuser zu verlassen, sparen wir uns das und fahren direkt Richtung französische Küste. Und ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, wie toll das Auto autonom hier überall lang fährt, auch in der Baustelle. Also die ganze Fahrt bisher, bis auf natürlich einzelne Aktionen, wo ich eingreifen muss, aber im Wesentlichen 95% fährt das Auto komplett alleine. Übrigens hat das Superchargen jetzt hier in Belgien nichts gekostet, warum auch immer. Und das nächste Land auf unserer Liste. Wir sind in Frankreich. Auch hier keinerlei Corona-Vorkehrungen. Keine Grenze, keine Kontrollen, keine sonst was Prüfungen. Von Corona keine Spur. So, wir sind jetzt schon in Calais. Und da wollen wir gleich ein bisschen mal raus in die Natur
Und hier ungefähr haben wir unser Hotel. Und morgen müssen wir dann weiter. Und bis zum nächsten Supercharger ist es bis hier. Da haben wir jetzt schon, wenn wir jetzt nichts mehr laden würden, würden wir da schon mit 9% ankommen. Das heißt, wir laden jetzt hier ein bisschen nach, um dann total relaxed morgen auch weiterfahren zu können oder sonst wo rumzufahren, dass man mit einem schönen vollen Akku fährt, damit das alles schön relaxed ist. Und wer sich fragt, ob ich vielleicht alleine auf den Europa-Roadtrip gefahren bin, nee, meine Frau ist mittlerweile wach geworden. Und ja, und wir haben jetzt gerade hier in Calais wollten an den größten Supercharger fahren, da schön rein. Da stand, war dann sowas plötzlich wie eine Autobahn-Mautstation, zumindest sah das so aus. Nee, das war der Check-in für den Eurotunnel, Terminal von Frankreich nach Dover rüber. Ja, und dann waren wir in dieser Loop da drin. Wir kamen da nicht durch, weil wir ja nicht kein Check-in hatten. Wir haben ja kein Ticket und nix. Mussten ja irgendwie wieder rauskommen. Das war spaßig, ne? Ja, hat mich Nerven gekostet ohne Ende, aber wir sind da hinterher wieder rausgekommen und ja, die Fahrt hierhin war super angenehm, wie mein Schatz schon gesagt hat. Ich habe geschlafen, ging also für mich super schnell die Fahrt. Das heißt, du bist jetzt fit und der Urlaub kann starten. Ja, jetzt bin ich fit. Supi. Dann machen wir das. Wir sind jetzt auf der Landstraße zu dem westlichsten Kap hier. Kap Griné. Das ist unser quasi Tagesziel. Und ja, mal schauen, was es da Schönes zu sehen gibt. Ich weiß nicht, ob man was versteht, weil hier ist gigantischer Wind. Wir sind jetzt hier am Kap Griné. Und ja, wie man sieht, laufen die Leute und auch wir natürlich hier mit Maske rum. Was jetzt gar nicht so schlimm ist, weil es sind nur 20 Grad. Sehen kann, aber hinter dem Schiff da hinten kann man so einen Streifen erkennen und das ist England. Die Passage durch den Ärmelkanal hier an der engsten Stelle, da hinten ist England. Wieso bist du denn so zauselig? Es stimmt draußen ein bisschen. Oh, ich bin aber sehr zauselig. Wir sind fast weggeweht. Und mein Schatz hat eine Winterjacke angehabt und ich hatte eine Regenjacke an, die recht windelundurchlässig ist. Und jetzt geht es noch ein paar Kilometer, 8,4 Kilometer bis zum Hotel in Arles-Bleu-Thueux. Einmal noch mal kurz unten am Wasser gucken. Hier ist etwas windgeschützter, aber es ist trotzdem noch richtig viel Wind. Und vor allen Dingen schöne Wellen. Brandung. Die wilde, ja, Nordsee ist es ja nicht, der wilde Ärmelkanal. Wir müssen jetzt langsam auf der linken Seite unser Hotel kommen. Links ist nicht schön. Links ist nicht schön. Unser Hotel. Nee, hier Hotel, aber trotzdem. Nichts trotzdem. Katastrophe. Da ist keine Katastrophe. Es ist genauso, wie es sein soll. Mein Schatz ist noch satt von vorhin, aber wir wollen jetzt gerne französisch was essen, beziehungsweise in einem französischen Lokal.
Mein Schatz ist Creme Brûlée. Ich freue mich total drauf. Ich liebe die und habe die noch nie in Frankreich gegessen. Genau, und da hinten rechts, da isst jemand Creme Brûlée. Sieht gut aus. Und ich werde Flammkuchen essen. Ich brauche auch nicht so riesig viel. Ein französisches Bier und eine französische Cola. Prost. Guten Appetit, mein Schatz. Creme Brûlée und Flammkuchen. Und schmeckt? Willst du mal probieren? Mhm. Du musst mal probieren. Ich finde die lecker. Sehr lecker. So, das war schon unser erster Tag. Wir sind jetzt sehr gesättigt. Jetzt stehen wir gerade an der Straße, es ist etwas laut. Wir hoffen, es hat euch ein klein wenig gefallen. Unser erster Roadtrip-Tag von 3 Wochen, mindestens 3 Wochen. Und wir werden jeden Tag berichten. Heute war es sehr, sehr windig und sehr kalt. Aber es wird immer wärmer werden und immer schöner das Wetter. Morgen geht es weiter. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und würden uns super freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Dann, das kostet nichts. Klickt einfach auf das Abo-Knöpfchen oder auf die Klingel, auf das Glöckchen, damit ihr immer schön informiert werdet, wenn es neue Vlogs von uns gibt. Wir sagen Tschüss und schönen Abend und bis morgen.